Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie können mir glauben, für niemanden ist dieser Tag heute schöner als für mich als Tourismus- und Gastronomieministerin. Mehr als ein halbes Jahr sind in dem ganzen Land Kaffeehäuser, Restaurants, Hotels, Veranstaltungsräume bis hin zu Thermen, Vergnügungsparks, Messezentren geschlossen. Und wir wissen, was das vor allem eben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Betriebe selbst in den letzten Monaten auch bedeutet hat. Diese Pandemie hat uns allen eigentlich alles abverlangt. Es hat sich manchmal angefühlt wie auf einem Marathon, der eigentlich nie enden will. Und immer wenn man dann das Ziel vor Augen gehabt hat, ist trotzdem dann wieder eine Steigung gekommen. Aber, und ich glaube, das ist vor allem auch die gute Nachricht des heutigen Tages, es geht wieder auf. Und das verdanken wir vor allem eben auch dem Impffortschritt, das verdanken wir vor allem eben auch dem sehr breiten Testangebot, das wir in Österreich seit Monaten eben auch aufgebaut haben. All das macht uns eben auch ein Öffnen in den nächsten Wochen möglich. Heute können wir all diesen Branchen, die seit Wochen, Monaten geschlossen haben, eine Perspektive geben. Wir können vor allem ein Datum nennen und das ist ja vor allem auch der Punkt, der ganz vielen immer wieder unter den Nägeln gebrannt hat. Es wird der 19. Mai sein, wo eben auch alle Bereiche, die jetzt geschlossen sind, wieder mit klaren Regeln, aber immerhin öffnen werden können. Wir waren uns da sehr einig, auch in der Eröffnungskommission, dass es diesmal wirklich auch gut und richtig ist, diese Bereiche sehr behutsam zu öffnen, mit einfachen Regeln, mit klar verständlichen Regeln eben auch dieses Wiederaufsperren zu ermöglichen. Was die Gastronomie betrifft, so wird es in Zukunft notwendig sein, ähnlich wie man es eben auch schon beim Friseur und anderen Dienstleistern gewohnt ist, einen Eintrittstest mitzuführen. Und da darf ich wirklich ein ganz großes Dankeschön auch an die Bundesländer sagen, an die Gemeinden, die in den letzten Monaten alles versucht haben, um die Testinfrastruktur nicht nur in den Städten, sondern vor allem auch in den Regionen aufzubauen. Es ist mittlerweile in Österreich möglich, in den Apotheken zu testen. Die Teststraßen sind 7 Tage die Woche sehr oft verfügbar. Und trotzdem wissen wir, dass vor allem eben auch dieses Öffnen der Gastronomie ein noch viel stärkeres Testangebot erfordert. Wir haben sehr viele Erfahrungen in Vorarlberg sammeln können. Dort hat die Gastronomie bereits seit mehreren Wochen auch geöffnet. Und wir sind eben auch zum Schluss gekommen, dass es eine Möglichkeit geben muss, dass man die Selbsttests mit Überwachung eben auch zusätzlich zum bestehenden Testangebot durchführt. Wir haben heute mit den Sozialpartnern vereinbart, dass wir auch eine Liste erstellen, wer überall entsprechend auch für die Anerkennung dieses Tests und damit eben auch dieses Eintrittstests eben auch zuständig sein kann. Es ist bereits angesprochen worden, es werden uns trotzdem noch Einschränkungen begleiten, vor allem was eben auch das Zusammentreffen betrifft. Aber auch hier die gute Nachricht, vor allem im Outdoor-Bereich, wo ja sehr viele der Expertinnen und Experten auch bescheinigen, dass die Gefahr etwas geringer ist, wird schon möglich sein, sich eben in Personengruppen von 10 zu treffen. Für den Indoor-Bereich, beispielsweise in der Gastronomie, wird die Beschränkung, so wie wir es eigentlich aus dem letzten Jahr kennen, 4 Personen umfassen. Wir werden uns weiter in Bereichen treffen, wo man zuerst eben auch nach wie vor die FFP2-Maske trägt. Ich glaube, an das haben wir uns jetzt in den letzten Monaten durchaus auch schon gewöhnt. Und das, was auch entscheidend ist, und das ist vor allem eben auch den Virusmutanten geschuldet, es wird weiterhin eben auch einen entsprechenden Abstand geben. Der Abstand wird 2 Meter betragen müssen zwischen Personengruppen. Das bedeutet aber für die Gastronomie, dass es zwischen den Tischen durchaus etwas geringer ist. Viele der Wirten, der Gastronomen haben in den letzten Monaten auch in Abtrennungen investiert. Plexiglas und dergleichen ist zum Teil eben auch eingebaut worden. All das wird auch weiterhin eben auch als Schutzmaßnahme gelten. Und ich glaube, das ist vor allem eben auch sehr wichtig, dass die Gastronomie selber, die Betreiber selber dafür sorgen, dass die Gäste eben auch größtmöglichen Schutz und Sicherheit haben. Es wird auch notwendig sein, sich zu registrieren. Wir haben ja vor dem letzten Lockdown das in einigen Regionen bereits umgesetzt. Das hat sich wirklich ausgezahlt, weil wir so einfach auch in dem ganzen Kontaktpersonenmanagement und in der Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten um einiges schneller und besser werden.
Die Sperrstunde wird 22 Uhr betragen. Das betrifft dann alle Bereiche, eben auch den Gastronomiebereich beispielsweise in der Hotellerie oder wenn im Kultur-, im Veranstaltungswesen entsprechend halt auch ein Angebot gestellt wird. Die Hotellerie wird eben auch am 19. Mai öffnen können, unter den gleichen Voraussetzungen, unter den gleichen Regeln. Gleichzeitig schaffen wir auch eine Perspektive für den ganzen Wellnessbereich, für Fitnessräume. Auch das war vor allem der Tourismusbranche sehr wichtig, um auch ein entsprechendes Angebot an die Gäste eben auch stellen zu können. Das alles wird mit der bewährten 20 Quadratmeter Regelung belegt sein. Das heißt, die Betriebe selber werden dafür Sorge tragen, dass sich eben maximal eine Person auf 20 Quadratmeter entsprechend auch aufhält. Da haben wir auch im letzten Jahr schon sehr viel an Erfahrung sammeln können. Die gute Nachricht für die Freizeitbetriebe und vor allem eben auch für die Thermen in unserem Land, auch für sie wird ein Öffnen am 19. Mai möglich sein. Dasselbe gilt für Veranstaltungen, für Messen, für Kongresse. Die sind ja eigentlich unverzichtbar für unser Land, für das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben, vor allem aber auch für die Wirtschaft und vor allem der Städtetourismus hängt sehr stark davon ab, dass es diese Möglichkeit eben auch wieder gibt. Der Vizekanzler hat es bereits angesprochen, die Regeln für die Kunst und Kultur gelten somit auch für die Veranstaltungen im Outdoor-Bereich mit zugewiesenen Sitzplätzen 3.000, im Indoor-Bereich 1.500. Auch hier wird es notwendig sein, Eintrittstests eben auch vorzuweisen beziehungsweise sich halt eben auch zu registrieren. Ganz wichtig für uns natürlich eben auch der Messebereich. Es ist aus der Branche selber sehr oft die Forderung gekommen, dass Messen gleich zu behandeln sind wie der Handel. Auch das wird jetzt sichergestellt, plus zusätzlich wird es eben auch erforderlich sein, einen Eintrittstest vorzuweisen. Aber damit können wir eben auch dieser sehr wichtigen Branche eine Perspektive geben. Die Perspektive ist vor allem für die gesamte Reisebranche, für den Tourismus etwas ganz Entscheidendes. Und deswegen muss es auch so sein, dass wir Einreisebestimmungen und Quarantäneregeln anpassen. Tourismus ist nur möglich, wenn wir Gäste in unserem Land haben. Und wir sind eine Tourismusnation, die natürlich sehr stark auch von Ankünften aus dem Ausland abhängt. Wir werden mit 19. Mai auch die Einreisebestimmungen erleichtern. Das heißt, wir werden sie auch an das europäische System anpassen. Grundsätzlich wird es erforderlich sein, dass man eben einen Nachweis liefert, dass man getestet, geimpft oder genesen ist, also quasi die Kriterien eben auch des grünen Passes vorweisen kann, dass man eben auch aus einem Nicht-Hochrisikogebiet kommt, beziehungsweise aus einem Gebiet kommt, das nicht von Virusmutanten betroffen ist. Aber damit, und das ist ein ganz zentraler, wichtiger Schritt auch zur Reisefreiheit und zur Möglichkeit, Urlaub in Österreich zu machen, schaffen wir hier eben auch für die gesamte Reisebranche eine Perspektive. Ja, der grüne Pass wird für uns der Weg hin sein zu mehr Freiheit und eben auch wieder zu mehr Möglichkeiten. Wir arbeiten schon seit Wochen sehr intensiv daran, eben diesen digitalen grünen Pass auch auf europäischer Ebene umzusetzen. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich bereits auf Kriterien geeinigt. Jetzt ist das Europäische Parlament am Zug. Aber ich bin mittlerweile wirklich auch sehr zuversichtlich, dass uns bis zum Sommer eine Umsetzung gelingt und dass wir eben bis zum Sommer auch wieder maximale Freiheiten gewährleisten können. Geschätzte Damen und Herren, das behutsame Öffnen steht an oberster Stelle. Natürlich hätten wir gerne jetzt schon wieder eine Situation in Aussicht gestellt, die uns an die Zeit vor Corona erinnert. Aber wir müssen einfach noch Geduld haben. Wir müssen einen weiteren Impffortschritt auch abwarten, bis jeder in Österreich eben auch eine Impfung haben kann, der eine Impfung haben will. Diese Zeit werden wir mit einem maximalen Testangebot auch überbrücken. Das dient nicht nur der Sicherheit eines jeden Einzelnen, sondern vor allem eben auch der Sicherheit der Mitmenschen. Aber, und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, die weitere Perspektive haben wir auch schon vor den Augen und das wird mit Anfang Juli eben auch eine weitere weitreichende Lockerung sein, die uns durchaus auch einen schönen Sommer ermöglichen soll. Geschätzte Damen und Herren, das ist heute wirklich ein guter Tag für den Tourismus, für die Gastronomie, für die Veranstaltungsbranche, für die Kunst, für die Kultur in diesem Land.
Ich darf mich an dieser Stelle wirklich bei allen sehr herzlich fürs Durchhalten bedanken. Ich weiß, dass die Situation eine sehr, sehr schwierige war für sehr viele Mitarbeiter, die eben auch nicht gewusst haben, wie es weitergeht, die darunter leiden, dass sie eigentlich nicht das tun können, was sie am besten können und dass es in diesem Land mit sehr viel Herzlichkeit für Gastlichkeit zu sorgen. Ich darf mich bei allen Wirtinnen und Wirten bedanken, bei den Hotelbesitzern, vor allem bei der sehr schwer betroffenen Reisebranche, die seit über einem Jahr de facto keine Buchungen verzeichnet. Es sind über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Land. Bei den ganzen Veranstaltern, die uns sehr geholfen haben, eben auch die Regeln zu erarbeiten. Das, was selbst aus der Branche gekommen ist und die Bereitschaft, eben gemeinsam auch diese Pandemie zu besiegen, ringt mir sehr viel Respekt ab. Und vor allem eben auch bei den ganzen Freizeitbetrieben. Die Thermen sind ja schon sehr, sehr lange auch eingeschränkt, sind ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor auch in diesem Land. Und das geht hin bis eben auch zu den Freizeiteinrichtungen, den Schaustellern, den Fitnesscentern. All jene haben sehr gelitten in den letzten Monaten. Wir freuen uns alle, wenn es am 19. Mai wieder losgeht. Die Pandemie hat dieses Land sehr verändert. Und ich glaube, diese Pandemie hat auch die Menschen in diesem Land sehr verändert. Sie hat zum Teil Schwächen zutage gebracht, sie hat aber vor allem auch Stärken zutage gebracht. Und ich glaube, heute können wir auf jeden Fall auch hier stehen und sagen, dass wir es am Ende geschafft haben werden und dass es wieder aufgeht. Vielen herzlichen Dank.